Wieder ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge unseres Night Raid to the Top Serien Specials. Im Hintergrund, ihr seht schon wieder der Night auf Level 2. Könnten wir eigentlich auf Level 3 bringen, dürfen wir aber nicht. Für die Leute, die die erste Folge leider verpasst haben, schaut sie etwa an oder ich erkläre euch noch mal kurz die Regeln. Heißt, der Night, der muss die ganze Zeit im Kampfdeck drin bleiben, egal wie weit wir hochkommen. Der Night darf nur abgegradet werden pro Arena-Aufstieg. Heißt, in Arena 2 darf er auf 3 gebracht werden, in Arena 3 auf 4 und so weiter. Und er darf niemals aus dem Kampfdeck ausgetauscht werden. Egal, was wir hier für schöne Karten noch dazu gewinnen werden, der Knight muss im Kampfdeck drinne bleiben. Letzte Folge haben wir den Start gemacht. Wir haben eine Niederlage und einen Sieg eingefahren. Lustig dabei war natürlich, erstmal mit einem 3-0 Niederlage zu starten und dermaßen einen drauf zu kriegen. Der Gegner hat einfach eine Hexe und einen Prinz gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Level 1 möglich ist. Aber ich war chancenlos. Und im zweiten Match war der Gegner genauso chancenlos gegen uns. Und wir hatten einen 3-0-Sieg nach 1 Minute 30 eingefahren. Also verrückt, verrückt. Zudem war der erste Gegner, wo wir 3-0 verloren haben, auf Level 1. Und der zweite Gegner war auf Level 2 und wir haben 3-0 gewonnen. Also irgendwie ist es nicht mit rechten Ringen zugegangen. Also ich würde mal sagen, wir starten gleich in das nächste Spiel. Unser Gegner heißt Killer, also ich hoffe mal, da geht was. Wieder mal ein bisschen abwarten, gucken, was der Gegner macht. Vielleicht pushe ich auch direkt. Ja, der schießt hier schön mit seinem Feuerball, hat 4 Elixier verschwendet. Wir können über rechts pushen. Die Bogenschützen hinterher, jetzt hat er schon 7 Elixier hier auf die linke Seite verschwendet. Ja, das ist natürlich jetzt nicht gut mit den Skeleton Army. Okay, wir haben trotzdem guten Damage schon auf den rechten Tower gemacht, ohne irgendwelchen Aufwand zu treiben. Wir haben hier jetzt auch wieder aufgefüllt auf 8, können also direkt kontern. Was wir jetzt auch machen werden, Riese vor, Bomber dahinter, dass schön der kleine Teil weggeht. Skeleton Army kümmert sich um den Riesen links und da dürfte der rechte Turm schon ordentlich angekratzt werden. Sehr gut, so will ich das sehen. Wunderbar. Komm, Riese, noch ein paar Punches hier auf den Tower, dann haben wir schon unseren ersten. Jo, sehr gut. Dann haben wir schon wieder aufgeladen. 7 haben wir schon wieder hier. Den Knight brauchen wir eigentlich nicht allzu arg beachten. Er wird nicht viel ausrichten können gegen unseren Tower. Versuchen dagegen eher auf links zu pushen. Knight vor, die Distanzschützen hinterher, die dürften gleich mal wieder Damage auf den Tower ausrichten. Wir warten dann mal ab, laden unser Elixierhaushalt wieder auf, versuchen dann einen Konter zu fahren. Gut, das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Bomber gegen Bomber. Vor den Bomber würde ich wieder die alte Riesentaktik abziehen. Warte, bis die Skeleton Army soweit ist. Die Skeleton Army wird jetzt sich um den Riesen wieder kümmern. Unser Riese vorne wird dann hoffentlich unaufhaltsam auf den... Ah, die gleiche Taktik. Jetzt habe ich nicht genug Elixier, um die Pfeile zu setzen, aber jetzt könnte ich, ja, ob die Pfeile sich wirklich rendiert haben, ist die Frage. Die hätte ich auch weglassen können, die Pfeile, aber trotzdem sieht es sehr, sehr gut aus. Da habe ich kein Problem mit. Da werde ich jetzt schön verteidigen. Und wenn alles wieder gut läuft, auch gleich den Konter fahren. Diesmal hat er den Feuerball sehr gut gesetzt. Er scheint dazugelernt zu haben. Allerdings habe ich jetzt hier schön die Skeleton Army. Jetzt müsste er eigentlich die Pfeile setzen. Allerdings hat er die wohl nicht. Ah, zu spät für ihn. Der Riese ist leider schon down. Ich kann jetzt den Riese vor den, ja, vor die Musketierinnen setzen. Pfeile hinterher. Sehr gut ist das gelaufen. Komm, Riese, noch ein bisschen. Ein Punch kannst du hinkriegen. Sehr gut. Bomber hinterher. Knight hinterher. Feuerball vorne drauf. So, dass mit den, ja, der Feuerball war unnötig, aber ich wollte sicher gehen, dass wir den zweiten Tower haben. So müsste es jetzt ein 2-0 Sieg für uns sein. Sehr gut. Gut, drittes Match, zweiter Sieg. Da kann man mal ein gutes Spiel raushauen. Gegner war nicht schlecht, allerdings hat er, ja, schlecht gestartet. Gerade mit dem Feuerball auf den Tower, ohne irgendeine Truppe von uns zu berühren. Und an den Bomber links zu setzen, statt rechts zu verteidigen, war halt schon der erste Fehler, wo dann der Tower rechts down gegangen ist. Gut, wir haben noch einen Truhenplatz frei. Genau ein Spiel werden wir noch machen. Wir gucken. Hat sich nicht viel geändert, haben nichts ziehen können.
Was jetzt schön wäre, wenn wir noch demnächst einen Bomber kriegen würden, dann könnten wir den Bomber sogar auf 3 bringen. Oder gerade so eine Rare-Karte würde mir sehr gut gefallen, damit so ein Riese besser tanken kann auf Level 2 oder die Musketierin dahinter vielleicht ein bisschen stärker drauf schießen. Der Knight, das ist immer noch so ein Dorn im Auge. 4 von 4, blinkt grün. Ich könnte ihn eigentlich upgraden, das Gold habe ich auch dazu. Ist eigentlich spottbillig mit 20, ich habe 214 Gold. Aber wie schon jetzt schon wahrscheinlich viel zu oft erwähnt, ab 400 Pokale darf ich nur um 1 hoch machen, heißt auf 3. Und was jetzt der Witz an der Serie ist, der Knight wird relativ niedrig bleiben müssen, bis ich irgendwann mal auf höhere Arena kommen würde. Das heißt, wenn ich dann auf Arena 3 bin, wird der Knight wirklich nur um 2 erhöht, heißt auf Level 4, und 4 ist für Arena 3 dann wiederum recht wenig, sodass ich da einen gewissen Nachteil haben werde. Zudem, dass der Platz hier beim Knight schon fest eingeplant ist und ich nur 7 Karten verändern darf. Gut, nächstes Match, hoffentlich jetzt der nächste Sieg. Ich bin gespannt. Ausgangsdeck, wir haben nicht den Riesen im Ausgangsdeck, das ist schon mal nicht so gut, weil das Pushen dann umso schwerer fällt. Allerdings versucht er jetzt mit dem Riesen zu pushen. Ich gewohnt mir das Geldenarmee. Ach, er hat den Drachen. Ich habe aber die Musketierin, die schön den Drachen vom Himmel schießen wird. Und ich dann anschließend direkt pushen kann. Den Knight vorsetzen als Barriere, als Schutz, um dann die ja, Musketierin und Bogenschütze in Stellung zu bringen. Allerdings ist jetzt der Knight down. Komm schon, Musketierin, noch so viel wie möglich Schüsse. Ja, sehr gut. 800 nur noch übrig. Jetzt gleicher Fehler wie zuvor schon begangen wurde. 400 Elixier einfach verschwendet. Für 100 Damage, das ist einfach viel zu wenig. Jetzt kann ich den Riesen in Position bringen, den Bomber dahinter setzen. Der kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel anbrennen. Der Tower wird einfach down gehen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich kann schon meinen nächsten Angriff auf den rechten Tower planen. Beziehungsweise, wenn ich es wissen will, kann ich hier gleich mal noch versuchen, hier auf den Tower noch mehr Damage zu machen. Ich könnte jetzt noch die Musketierin dahinter setzen, aber ich denke, der Riese wird jetzt gleich down gehen, sodass ich mir erstmal das Elixier spare. Und mal abwarte, was jetzt so kommt. Okay, ich habe es mir fast gedacht, der Drache kommt. Ich habe die Musketierin wieder in Stellung gebracht. Kann den Bomber ablenken, sodass er nicht auf die Musketierin geht, die hier wunderschön, wunderschön den Drache vom Himmel holt. Schön den Riesen nach vorne setzen. Hinten dran den Bomber. Und wenn ich Glück habe, habe ich jetzt gleich einen 3-Punkte-Sieg. Schieß, 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 schieß. Musketierin. Weiter, weiter, weiter. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt kann ich die absolute Noob-Taktik fahren und mit dem Feuerball das Ganze klar machen. 3-0-Sieg. Sehr schön. Ja, da kann man auch wieder mal ein schönes, gutes Spiel raushauen. Unsere erste Goldtruhe gleich mal in Empfang nehmen. Sehr gut. So sieht es doch gleich mal viel besser aus. Alle 4 Truhenplätze sind belegt. Heißt, wir haben 4-mal gewonnen. Beziehungsweise 3-mal gewonnen. Eine haben wir einfach so geschenkt bekommen. Die Kronentruhe wird spätestens bei der nächsten Folge, ja, geöffnet werden können. Würde ich jetzt mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, nächste Runde jetzt Kronentruhe öffnen. Ja, da sind wir wieder am Ende gekommen. Wir haben wieder zwei Matches gemacht, diesmal 2 Siege aus 2 Matches. So kann es weitergehen. Links oben ist zu sehen, Level 1 wird auch nicht mehr lang bei uns bleiben. Spätestens, wenn die Silbertruhe geöffnet wird, dürften wir ein paar Upgrades bekommen, sodass wir auf Level 2 aufsteigen können. Ja, die Arena 2 nähert sich. Ich bin raus. Ich würde mich sagen, ciao, macht's gut. Danke fürs Schauen und bis zum Limba română se dă răspind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai punctul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară bloc pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un popos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din extinție